Mausis, was geht ab und willkommen wieder bei Nikos. Leutings, wie ihr schon gerade am Intro gesehen habt, habe ich mal wieder eine neue Pfeife für euch am Start, die ich euch vorstellen möchte. Und da gehen erstmal natürlich Grüße raus an die Community, denn dank meinem Video von The Hooker Mia Wallace, das so gut bei euch ankam, gehen gleichzeitig auch nochmal Grüße raus an den lieben Oktay von The Hooker, der mir dann daraufhin erstmal noch die Django zugeschickt hat, ja, da das Video so gut bei euch ankam und so viele Leute mich darauf dann nochmal angesprochen haben im Livestream: Hey Nico, kannst du denn nicht noch die Django vorstellen von The Hooker? Hier sind wir in diesem Video und willkommen! ihr konntet euch gerade schon mal einen kleinen Einblick über die Pfeife einfangen. Die Pfeife, wie sie da steht, ist komplett aus Edelstahl. Vorab schon mal kostet 115 Euro. Einfach mal vorbeigucken auf der Hooker-Seite, die ich euch verlinkt habe, in der Infobox. Und ja, allerdings, was gibt es zu erzählen? Ich würde sagen, wir gönnen uns erstmal einen Zug. Ich habe mir nämlich gerade in dem Glaskopf irgend so einen Mischmasch gemacht zwischen zwei verschiedenen Tabaksorten. Und bei so einem schönen Wetter am Wochenende gibt es noch nichts Schöneres, als die Pfeife anzuschmeißen und einfach mal ein bisschen draußen auf dem Balkon das Leben genießen. Ja, das Ganze raucht echt abartig. Wo fangen wir an, Leutings? Die Pfeife ist natürlich, wie die Mia Wallace, komplett aus Edelstahl. So wie sie da steht, kommt sie für 114, 115 Euro im Komplettset. Das heißt, ihr habt hier eine süße kleine Bowl. Ja, ich muss natürlich auch dazu sagen, die Django ist die kleinere Variante von The Hooker. Die Mia Wallace ist ja doch schon ein Stückchen größer gewesen. Jetzt habt ihr wieder hier eine kleine Pfeife für einen See, die ihr mitnehmen könnt. Hat eine kleine süße Bowl innen drin, in dem Gewinde, hat sie ein Closed Chamber System. Das testen wir gleich mal aus. Das heißt, wenn ich reinpuste, um den Rauch rauszupusten, müsste der ganze Rauch jetzt verschwinden. Ja, funktioniert auch halbwegs, ein bisschen Rauch bleibt noch übrig, aber wie ihr mich kennt, dieses Closed Chamber System ist mir eigentlich Schnuppe. An sich kommt eigentlich noch ein Tonkopf mit dazu mit dem Kaminaufsatz, den habe ich jetzt mal weggelassen, und es kommt hier noch so ein kleiner Schlauchhalter mit dazu, den habe ich auch weggelassen, weil ich den einfach optisch nicht so schön finde. Aber jetzt genug geredet von dem Zeug, was ich weggelassen habe. Kommen wir mal zu dem Zeug, was jetzt da so dabei ist, mit dem ich gerade rauche. Ja? Komplett aus Edelstahl, süße, süße kleine Rauchsäule, wie ich finde. Ja, die ist gerade mal so lang wie mein Zeigefinger. Sau cute. Ihr habt einen Schlauchadapter dabei, das ist jetzt nicht so wie bei der Mia Wallace, dass ihr gleich vier Stück dazu habt. Ja, vier macht gar keinen Sinn bei zwei. Ihr könntet rein theoretisch, wenn ihr die Mia Wallace habt und euch noch die Django holt, die kleine, könnt ihr theoretisch zu zweit rauchen, bräuchtet ihr halt nochmal einen zweiten Adapter und einen zweiten Adapter für euren Schlauch, damit ihr dann zu zweit rauchen könnt. Ansonsten könnt ihr so gleich losstarten. Komplettset heißt ja, es ist eigentlich alles dabei, außer Wasser, Kohle, Tabak und einen Kohleanzünder. Dann kommen wir weiter nach oben. Molassefänger ist am Start, finde ich mega fresh. Heutzutage rauche ich eigentlich nicht mehr ohne Molassefänger. Man wird es jetzt hier im Video nicht sehen, aber wenn ich dann ziehe, dann sammelt sich doch der ein oder andere Tabak jetzt schon nach zwei, drei Zügen hier Molassefänger drin. Und ich persönlich mag das einfach nicht, wenn der ganze Dreck dann so runterkommt in die Bowl. Ich bin ein ziemlich fauler Mensch, was es angeht, was Shisha-Sachen sauber machen angeht. Ja, deswegen bin ich ganz froh, dass ich das Wasser dann meistens eine Woche stehen lassen kann und den Molassefänger mache ich dann alle zwei Tage mal sauber. Das ist dann auch kein Act. Ansonsten habt ihr hier bei dem Schlauchadapter und bei dem Molassefänger einen 18/8er Schliff, falls es euch interessiert. Falls ihr schon Molassefänger zu Hause habt oder sonst was, könnt ihr dann natürlich austauschen. Braucht ihr aber nicht, denn ihr habt schon einen dabei. Highlight für mich natürlich wieder bei der Pfeife ist auch wie bei der Mia Wallace schon ein Glaskohleteller mit dabei. Ich persönlich finde Glaskohleteller optisch einfach viel, viel sexier als diese ganzen Edelstahlkohleteller. Persönlich würde ich da keine Kohle drauflegen. Dürft ihr natürlich für euch selber entscheiden, ob ihr das machen würdet oder nicht. Ich persönlich kann euch das mal zeigen. Ich habe nämlich für jede Pfeife hier so einen alten Kohleteller, wo meine benutzte Kohle dann reinkommt. Das heißt, auf meine Pfeifen kommt im Allgemeinen eigentlich keine Kohle auf die Kohleteller, deswegen auch ganz praktisch jetzt bei dem Glasteller, muss ich mir keine Sorgen machen. Man hört es schon, ein eingebauter Diffusor ist mit dabei bei der Pfeife, könnt ihr rein theoretisch auch abschrauben, falls ihr das Blubbern haben wollt. Ja, Blubbern ist natürlich, gehört zu einer Shisha dazu, finde ich aber auch ganz nice jetzt, wenn ihr einen Film anschauen wollt und ihr ganz gemütlich rauchen wollt, ohne dass das Blubbern den Film stört. Dann hört man hier fast überhaupt nichts mehr.
Kommen wir mal noch sonst dazu, was ist noch dabei? Natürlich das Mundstück von der Hookah, passend zu der kleinen Pfeife, auch ein bisschen in kleiner gehalten. Und natürlich ist auch hier wieder so eine schöne Feder dabei, damit euch der Schlauch nicht abknickt, falls ihr den mal irgendwie komisch in der Hand habt. Ja, was sage ich jetzt zu der Pfeife? Ich muss sagen, Durchzug. Einwandfrei. Einwandfrei, heutzutage habt ihr aber da auch, weil wer meine Livestreams verfolgt, ich sag's immer wieder, wenn ihr euch heutzutage eine Edelstahlpfeife kauft, könnt ihr damit nichts mehr falsch machen. Die sind, was die Qualität angeht, richtig, richtig gut, durchzugsmäßig, alle fast schon wie atmen, ja. Also ihr habt da kaum noch Widerstand. Innen drin bei dem Gewinde habt ihr auch noch ein Klicksystem. Wer sich da fragt, was ihr da am Start habt, das ist so ein Klicksystem, klickt ihr einfach auf, dann habt ihr die Pfeife schnell auf und zu beim Saubermachen. Ich bin mega zufrieden mit der Pfeife, also ist echt ein schönes Schmuckstück. Aussehenssache ist natürlich wieder Geschmackssache, ja. Wer jetzt das Aussehen nicht feiert, ich stelle euch ja in letzter Zeit viele Pfeifen vor. Schaut euch dort auch einfach mal um. Ich finde sie optisch im Gesamtpaket einfach richtig, richtig sexy. Besonders jetzt, wie gesagt, für die Terrasse, für draußen am See. Wer jetzt zum Beispiel Angst hat, dann um seinen Glas-Molasse-Fänger, lässt den einfach zu Hause, zack, zack, kurz abstecken. Und dann kann man auch ohne Molasse-Fänger mit an den See gehen. Ansonsten habe ich euch alles verlinkt in der Infobox, falls ihr das irgendwie sucht, falls ihr euch für die Pfeife interessiert. Es würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir einen Kommentar da lasst, wie euch die Pfeife gefällt, ob sie euch gefällt, ob ihr genauso zufrieden seid, falls ihr sie schon zu Hause stehen habt, genauso wie ich, ob ihr die einfach feiert. Und ja, Leute, ansonsten vielen, vielen lieben Dank nochmal an den Oktay von der Hookah, an euch für den Support, dass wir da nochmal diese Pfeife vorstellen konnten auf dem Kanal. Ich wünsche euch da draußen noch einen schönen Tag, einen guten Rauch und nicht vergessen, falls ihr mich sympathisch findet oder ihr weitere Videos von mir sehen wollt, zeigt mir das doch mit einem Däumchen nach oben oder vielleicht sogar mit einem Abo, dann hätten wir bald die 1 Million, ihr wisst Bescheid. Ein schönes Wochenende wünsche ich euch, einen guten Rauch und bis zum nächsten Video, Leute. Ciao.